Hallihallo. Häufig gefragte Frage: Welche Linux-Distribution ist die richtige für mich, für meinen Laptop, für dieses, für jenes? Ich habe vor, einen Server zu machen, ich habe vor, dies zu machen, ich habe vor, jenes zu machen. Was ist die richtige Version für mich? Oder aber häufig gefragt, der Terminal Fail so und so funktioniert unter meiner Version von Linux nicht. Warum ist das so? Vielleicht hat jemand einen KDE-Desktop versucht, einen GNOME-Befehl unter KDE einzugeben oder ähnliches. Zum Beispiel GTK sudo anstelle von KDE sudo oder andere Geschichten. Da wäre es dann wichtig zu wissen, es gibt verschiedene und zwar sehr, sehr viele verschiedene Linux-Distributionen und unter distrowatch.com seht ihr mal so eine Art Page-Ranking. Also die zeichnen mal auf, wie oft wurde zum Beispiel die Seite Mint angeklickt, machen daraus so ein PageRank und hier sind dann so um die 318 verschiedenste Linux-Distributionen aufgelistet, und zwar nach der Häufigkeit, wie oft eine Seite angeschlagen wurde. Hier könnt ihr dann mal auch nachlesen, was sind jetzt zum Beispiel die am meisten benutzten Distributionen. Zum Beispiel Linux Mint und Ubuntu sind im Moment ja sehr weit vorn. Dort könnt ihr das Ganze auch auf Deutsch mal anschauen. Unter dieser Seite seht ihr es dann mal auf Deutsch mit sehr schönen Beschreibungen. Dort sind dann auch die Vorteile und die Nachteile aufgelistet. Vorteile von Linux Mint beispielsweise, dass die Codecs schon mit drin sind. Zu Codecs hatte ich letztens erst ein Video gemacht. Muss man hier nicht erst nachinstallieren wie unter Ubuntu. Welche Alternativen gibt es? Hier Alternativen. Ubuntu hatte ich schon Videos gemacht. Pingui OS hatte ich schon Videos so gemacht und ähnliches. Gut, dann noch einiges zu Ubuntu. Wann, wie, wo, was entstanden? Wer steckt dahinter? Wo sitzen die Leute? Vorteile, Nachteile? Welche Alternativen, wie gesagt, gibt es dann jeweils dazu? Immer schöne Screenshots. Man muss nicht jede Version erst in der virtuellen Maschine testen. Oder hier Fedora. Das hat wohl Red Hat mal ins Leben gerufen. Warum sollte man das nehmen? Herausragende Sicherheitsmerkmale. Interessant. Kann man ja mal testen. Und was für ein Desktop ist da momentan drauf installiert? Bei Fedora 16 sieht man die GNOME Shell von GNOME 3. Gibt es dann wahrscheinlich auch unter verschiedenen anderen Desktop-Umgebungen und so weiter und so fort. Hier, Debian hatte ich auch schon Videos gemacht, war ich nicht so begeistert von, wusste aber damals noch nicht, dass es zum Beispiel für 11 verschiedene Prozessorarchitekturen verfügbar ist. Also wer einen exotischen Prozessor hat und es läuft sein Linux nicht drauf, der kann es vielleicht dann mal mit Debian versuchen. Solche Hintergrundinfos findet man hier auf dieser DistroWatch.com, finde ich sehr gut. Hier wird dann die Stabilität hervorgehoben, was ist der Nachteil oder ähnliches. Zum Beispiel OpenSUSE wusste ich gar nicht, dass das Software- und Systementwicklung heißt. S-U-S-E, SUSE. Dass das irgendwo mal in Deutschland entwickelt worden ist. Vorteile, Nachteile, ähnliches wieder aufgelistet. Hier sieht man wieder so einen KDE-Desktop. Kann man sich natürlich auch andere Desktop-Umgebungen installieren. Arch Linux habe ich letztens erst ein Video gemacht. Und hier sieht man direkt Alternativen. Arch Bank haben mich dann auch die Nutzer darauf aufmerksam gemacht. Dann braucht man das nicht so kompliziert installieren, wie ich das gemacht habe. Kann man es vielleicht direkt nutzen. KDE-Desktop, ich hatte es unter GNOME-Desktop, ähnliches, verschiedenste Linux-Distributionen und man liest zwischen den Zeilen auch noch interessante kleine Hintergrundinfos, zum Beispiel FreeBSD, dass zum Beispiel das Mac OS X hierauf basiert, ne? Interessante Geschichte, kommt man dahinter, wie alles so ein bisschen zusammenhängt. Vorteile, schnell, warum, weshalb sollte man es nutzen, für wen interessant, für welche CPU-Typen ist das denn hier
Das dann zum Beispiel auch für PowerPC oder ähnliches, wer sowas hat, Xbox-Prozessoren, kann's damit dann mal testen. Gut, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Und hat man sich mal durch verschiedenste Linux-Distributionen durchgetestet, kommt man auch schneller in den Foren klar, wenn, wie gesagt, dann zum Beispiel ein Befehl steht, der Pac-Man heißt, dann weiß man, das gehört eigentlich zu Arch Linux, weil der den Package Manager hat, namens Pac-Man, und deshalb kann das zum Beispiel unter Ubuntu nicht funktionieren oder ähnliches. Man liest unter KDE-Umgebung vielleicht mal etwas über Muon, Paketverwaltung, das ist dann wieder bei KDE drin, oder K-Package-Kit, auch wieder was mit KDE, fängt meistens mit K an. Ein Editor namens Kate fängt mit K an, KDE Sudo fängt mit K an, meistens dann für KDE-Umgebung, oder Ubuntu-Sachen fangen dann meistens auch mit GTK an, GNOME und ähnliches. Kann man hier alles so ein bisschen lesen, ein bisschen Hintergrundinformationen schnuppern, kann dann die entsprechenden Versionen mal runterladen, in der virtuellen Maschine testen und schneller zu dem Linux kommen, das am besten zu einem passt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.